Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen alle zusammen zur 215. Montagsdemo gegen Bahn- und Stadtzerstörung und für den Schutz unserer lebenswerten Stadt. Seit über 4 Jahren zeigen wir hier öffentlich, dass wir die brachiale Verschandelung Stuttgarts und die Demontage unseres öffentlichen Transports nicht schweigend hinnehmen werden. Und wir zeigen den Grubes, den Merkels, den Pofallas, den Schmitz und den Schmiedels, dass wir nicht die Absicht haben, damit aufzuhören. Und wir zeigen auch über Stuttgart hinaus, was oben bleiben heißt. Und deshalb gleich an dieser Stelle, liebe Freundinnen und Freunde, ein Hinweis. Die Kampagne gegen die Tunnelbohrmaschine möchte nach Demos von Kiel bis Heilbronn auch dieses Jahr unseren Protest ins Land hinaustragen. Und das macht sie am Samstag, den 5. April um 13 Uhr, und zwar nach Ludwigsburg. Das beginnt mit einer Auftaktkundgebung, schließt mit einer Abschlusskundgebung und dazwischen rollt das Tunnelbohrerrad durch Ludwigsburg mit einer hoffentlich großen Menge fröhlicher und entschlossener Menschen. Also bitte merken Sie sich das vor, am Samstag, den 5.4. um 13 Uhr in Ludwigsburg. Der Treffpunkt ist dort am Bahnhof um 13 Uhr auf dem Platz neben der Musikhalle. Rüdiger Grube und die Repräsentanten der Tunnelparteien haben sich ja am vergangenen Freitag wieder getroffen, um Baufortschritt zu simulieren. Beim Häppchen mit Fahrersägen und hinter Polizeiketten beim sogenannten Tunnelanstich in Cannstatt. Mehrere hundert von uns haben ihm und seinen politischen Freunden des Unterirdischen auch dort unübersehbar und unüberhörbar gezeigt, dass bei uns in Stuttgart nicht mehr ungestört auf Profitmacherei mit Stadtzerstörung angestoßen werden kann. Das war wichtig. Vielen Dank deshalb allen von Ihnen und euch, die dabei waren. Herr Grube musste also, das stellt die Stuttgarter Zeitung jedenfalls fest, auf Schleichwegen zur Tunneltaufe kommen, um behaupten zu können, es gehe bei Stuttgart 21 nicht mehr um das Ob, es geht um das Wie. Das ist ein hochinteressanter Satz. Und in dem steckt zweierlei drin. Da steckt erstens ein kleiner Offenbarungseid zwischen den Zeilen, denn er gibt ja damit zu, dass er keine Ahnung hat, wie die riesigen Probleme mit dem Grundwassermanagement, dem Dükerbau, mit Sicherheit und Brandschutz und den Amputationen, die unserer Stadtbahn drohen, gelöst werden können. Zweitens steckt eine riesengroße Fehleinschätzung dahinter, denn ganz schnell kann aus dem Wie auch wieder ein Ob überhaupt werden. Liebe Freundinnen und Freunde, dann, wenn es mal wirklich rangeht an die vielen Problemzonen dieses bestgeplanten Projekts. Und der Herr Grube täuscht sich samt seiner kritischen und seiner unkritischen Begleiter in der Politik sogar doppelt. Denn für uns geht es weiterhin exakt um das Ob, um nichts anderes als um Baustopp und Abbruch von Stuttgart 21. Wir lassen da an keiner Stelle locker und die Hütchen spielen aus ihrer Verantwortung, auch wenn sie auf Zeit spielen und Nebelkerzen werfen. Wie der Vorstand der Stuttgarter Straßenbahnen AG und die Verantwortlichen bei der Stadt für das drohende SSB-Chaos. Am 1.4. tagt der Aufsichtsrat der SSB und wir Stuttgarterinnen wollen von SSB und Aufsichtsräten Auskunft, ob sie wenigstens Einwendungen gegen die Baupläne der Bahn eingereicht haben und wenn ja, welche. Denn die Bahnpläne führen ja absehbar zur Amputation unserer Stadtbahn. Und dazu spricht jetzt unser erster Redner für die Kampagne Rettet unsere Stadtbahn vor Stuttgart 21. Herzlich willkommen, Matthias von Herrmann.